Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch zu einer neuen Lotus-Folge hier. Heute mal wieder aus Fictaminga, denn diese hat nämlich ein großes Update bekommen. Das wollen wir uns heute anschauen. Und mit uns meine ich den Phasus. Hallo. Und der Hobby. Hallo. Und wir wollen uns das Ganze heute mal im Multiplayer anschauen, denn das ist nämlich eine der großen Veränderungen jetzt hier auf der Karte Fictaminga. Sie ist nämlich Multiplayer-tauglich und ihr seht schon, ne, Phasus, der spielt schon mit seinem Licht rum. Ich habe hier die Namen ausgeblendet, weil mich nervt das mit den Namen, dass sie da über den Zug stehen. Rechts jetzt von euch, also von euch jetzt gesehen, ne, von Phasus links gesehen. Und Phasus erkennt man, glaube ich, am Licht. Rechts, genau, so sehen wir das. So, wir haben hier mal so ein passendes Repaint gewählt hier, ne? Fictaminga, der hat hier irgendwie so München-Repaint, ist es, ne? Ja, genau. Ja. Dazu geliefert und Hobby ist der Einzige, der hier mit dem Kart hier unterwegs ist, damit hier mal ein bisschen Leben hier drin ist. So, wir rüsten erstmal auf. Ja. Phasus hat sich schon direkt eine Linie ausgesucht, die wir fahren wollen. So, ich dachte, Phasus sagt jetzt die Linie. Ich glaube, die 17 war es, ne? Ja, wir fahren die Linie 19. 19. Auf den Teilabschnitt vom Agnes-Bernauer-Platz müsste das sein. Nein, von der Barbara-Straße fahren wir aus Richtung Willibald-Platz. Also erstmal 19 zwei schildern und dann... Ey, ich muss erstmal warten, bis der AFR anspringt. Ach so. Das kann ein paar Minuten dauern. Kannst du noch Kaffee kochen? Genau. Willibald-Platz, alles klar. So sieht es also aus. Ja, ist mal wieder schön, mal wieder ein bisschen Lotus zu spielen, muss man mal wieder sagen. So, ne? Die letzte Leitstellenfahrt war mega chaotisch, aber was ich positiv immer von sowas mitnehme, von solchen Events, ist immer, dass es nicht nur bei uns so katastrophal zugeht, sondern auch woanders. Ja? Das wollen wir mal lassen. Aber hat Spaß gemacht, also muss man mal lassen. Würde ich wahrscheinlich auch noch jede Zeit wieder machen. Aber man merkt halt, ne, die Performance. Ich hoffe, dass es vielleicht jetzt an der Karte lag. Müsste man jetzt mal mit der Karte testen hier, mit Fictaminga. Deswegen habe ich hier heute mal, wie gesagt, in den Phasus und den Hobby mal eingeladen, um einfach mal so ein bisschen Performance zu testen halt auch. Ne? So, wir warten dann immer noch aufs AFR. Phasus kann schon mal vorfahren so ein bisschen. Ja. Ja, ich mache noch Bremstest. Komponententest. Das AFR dauert leider immer ein bisschen. Ja, sonst, wie gesagt, von innen halt auch schön blau gehalten. Aber hier fällt mir direkt was auf. Die Sitzpolster, die spiegeln. Und die Sitzpolster von München sind auch nur im ersten Wagenteil. Ah, stimmt, ja. Wagenteil sind Berliner Polster. Aber dann nochmal, da stand auch noch, dass das noch nicht fertig ist oder irgendwie sowas, ne? Ja, da stand ist ein Test-Repaint stand dran. Ah ja, genau. Ja, aber sieht man, das spiegelt so. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das jetzt vom Repaint kommt oder ob das jetzt direkt von Lotus kommt, weil Polster spiegelt eigentlich in der Regel nicht. Wir warten immer noch aufs AFR. Du kannst ja auch schon mal einen Komponententest machen, wenn du möchtest. Nö, brauche ich nicht. Licht geht. Siehst du, mehr brauche ich nicht wissen. Wow, wir haben es geschafft. So, Leute, dann haben wir Linie Kurs. Also du sagtest jetzt 019, ne? 019 Route? 2. Ja, 2. Und wir starten an der Barbara Straße. Also wir fahren nicht die komplette 19. Ankunft Willibald, ne? Genau, Willibald. Ankunft. Oder Abfahrt? Nee, wir kommen am Willibaldplatz an, also. Achso, ich muss hier bestätigen. Ja, ist noch Neuland hier. Ich habe es kaum benutzt, das AFR. Zack. Schreckliche Technik, oder? So, gut. Abfahrt. Wir werden mal den Phasen hinterherfahren. Zwecks halt Performance zu gucken, ne? Ist schon schön, wenn andere Mitspieler da drauf sind, ja? Das fehlt so ein bisschen in OMSI. Ja. Wird auch mal wieder so eine Zeit mal wieder für ein neues VR-Video. Das mache ich spätestens, wenn die KI da ist. Oh, das Ganze denn in VR denn?
Ja, und somit reiht sich eigentlich eine weitere schöne Karte. Flickdaminga hatten wir ja zum letzten Test, wo wir sie ja abgefahren sind, eigentlich relativ gut in Erinnerung. Ich habe auch einfach mal instant sofort... oh, das wollte ich gar nicht, die Notbombe zu drücken. ein kleines Easter Egg gefunden. Im neuen Abschnitt. Das war schon cool. Bio? Ja. Dann müsstest du einmal, damit das Fizz stimmt, auf Barbara Straße schalten. Das ist nämlich unsere Starthaltestelle. Hier. Ja, wenn du... Ja, okay. Kann nichts umschalten. Koordiniert manuelle Fahrt. Achso, warte mal. Oder einfach weiterschalten, bis du am. Ah ja. Muss ich hier irgendwas machen oder sowas? Hast du so einen Hotkey zum Weiterschalten? Nee, ich meine wegen dem Signal, weil ich stehe hier immer noch an der roten Ampel. Ja, eigentlich müsstest du Kontakt überfahren haben, aber ich kann für dich, wenn du möchtest, auch nochmal drücken hier an der Seite, dann müsste der Kontakt jetzt aufleuchten und dann müsste gleich das Signal kommen. Aber wahrscheinlich schalte ich zu dicht hintereinander, oder? Ja, also wahrscheinlich, der Kontakt hat noch geleuchtet, während du die Anforderung überfahren hast. Jetzt kannst du fahren. Ja. Ab. Abfahrt. Also wir fahren jetzt nicht die komplette Linie. So, irgendwie schaltet der... Ich glaube, du musst manuell weiterschalten. Ja, ja, das mache ich. Aber braucht extrem lange, bis er weiterschaltet. Ja, das ist beim AFR... AFR, hallo, das dauert immer... Moderner das Gerät, desto länger die Wartezeit. Achso, ja klar, weil ja schlechtere Technik drinsteckt. Mhm. Frag mal die Straßenbahnfahrer so, in Berlin. Das zeigt zumindest Barbara Straße drin. In der nächsten Haltestelle hast du auch eine Anforderung. Da musst du am besten nicht fahren, sondern am besten weit vorfahren. Damit du auch die Anforderung betätigst, damit du dann Fahrt bekommst. Weil die Autoampel muss erst auf Rot umschalten. Das war ja doch nicht die Barbara Straße, ne? Das war jetzt Agnes-Bernauer-Platz. Barbara Straße war die Haltestelle, wo wir gestartet sind. Achso, ich dachte, du hältst. Du solltest das Fizz bis dahin vorstellen. Ah. Jetzt, nächste Haltestelle ist Arabella Straße. Du solltest aber die Türen öffnen, damit ich das signalisiere. Agnes Bär. Ich hab doch die Türen geöffnet. Ich? Ich stand an der Haltestelle. Arabella Straße. Ich hab gewartet, bis ich mein Fahrsignal bekommen habe und dann bin ich weitergefahren. Riesenhochhaus hier, wa? Ja, das ist ein ganz schöner Klapper. Ja. Da kommt uns der Hobby entgegen. Achtung, ihr müsst läuten, Bio. So, lassen wir uns da aussteigen. Tür zu. Ja,
Und weiter geht's. Heidenauplatz. Ja, die Ampelschaltung war wieder super geschaltet. Genau angekommen und gleich rot geworden. Ja, das kenne ich. Aber hier musst du eh anhalten, wie dir dieses schöne Signal davon, beziehungsweise das schöne Tafel anzeigt. Da wird drüber gefahren. Hardcore. Ja, das ist jetzt natürlich noch alles Altbekanntes, was wir jetzt hier so sehen. Ne? Wir fahren jetzt gleich ins neue Gebiet rein. Jetzt ein Auto kommt und ich rüberfahre. Bald musst du aufpassen, Bio. Auf der anderen Seite geht es auch noch ein bisschen weiter. Ne? Aber das können wir uns denn beim nächsten Mal dann anschauen. Ich habe jetzt Neues entdeckt. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, da geht es auch wieder weiter. Ja, du musst dann am Hanauer Platz geradeaus fahren. Das war alles abgesperrt. Kurze Information, Bio, das ist hier der Heidenauplatz. Ja, ja, das weiß ich. Dass du vom Ibis vielleicht. Nee, gerade, ich habe die Weiche falsch angefordert. Oder die hat nicht umgeschaltet, die Weichenanforderung. Beides ist möglich. Ja. Okay. Weichensignal sagt, ich würde nach links fahren, die Weiche steht aber nach rechts, das ist ein bisschen komisch. Weiß ich nicht, wem ich glauben darf. Eigentlich immer der Weiche, ne? Ja, also eigentlich der weichen Zunge, aber will ich bloß vorher warnen, also fahr nicht ganz so dicht auf, falls ich nochmal zurücksetzen muss. Und dann Abmarsch. Ja, wieso? Ich habe noch kein Fahrsignal. So. Dachte, wir können jetzt hier weiter. So, jetzt nach rechts. Ich weiß gar nicht. Genau. Da konnte man mit der Straßenbahn ja offiziell nicht durchfahren. Ne? Da war ja eigentlich eine Baustelle gewesen. Okay, man kann der Weiche glauben. Weichensignal ist wieder. Der Abschnitt ist auch neu. Was ist neu? Na, da wo ich gerade fahre, die Strecke, die gab's vorhin da nicht mal. Die fährst gerade runter Richtung Grünwald, denke ich mal, ne? Den neuen Abschnitt. Ja, weil davor konnte man nur links abbiegen, jetzt hat er eine Weiche reingebaut. Du kannst auch geradeaus fahren, ja. Sieht nicht schlecht aus. Deswegen, also das ist schon schön gebaut, zumal es hier nicht nur einfach so Häuser-Splines sind, die hier gesetzt sind, sondern das sind hier wirklich einzelne Häuser. Also. Es gibt hier natürlich auch Häuser-Splines, bestimmt irgendwo. Ja, aber so im Großen und Ganzen, ne, sind das hier alles wirklich platzierte Häuser. War die Entschätzung. Entschätzung, alle aussteigen. Achtung, hier musst du nicht aufs Ausweichgleis fahren und hier musst du auch nicht halten an der Haltestelle. Wir haben vorne am Max-Weber-Platz noch eine separate Haltestelle. Weil ich weiß. Deswegen hält nur die 21 Richtung Schwabing. Aber es ist krass, ne? Also was er hier so geplant hat. Ja, dann nur die Weiche vergessen. Eine Schleife. Hier ging es ja auch noch weiter ab. Soll es überall noch weitergehen? Also, der Dr. Black Arrow hat ja im Lotus Forum mal einen Liniennetzplan veröffentlicht, wie es mal aussehen soll. Und ja, hat er sich gut was vorgenommen, würde ich mal sagen. So, hier muss man rangieren, alles klar. Hier muss man anscheinend auch nicht halten, dass ich es richtig gesehen habe. Aber jetzt hier und ich bin falsch gefahren. Wenn du jetzt noch so Manfred drin hast, so. Mann, hab ich schon schnell! Achtung, ich muss zurücksetzen. Ja. Also irgendwie die Weichensignale funktionieren noch nicht so gut hier auf dieser Karte. Mhm.
muss erstmal rangieren, weil da keine Schleife gibt. Also ist ein rangierbar. Jetzt rechts rum oder was? Ja, rechts rum. Ist das eine Haltestelle? Ist das nicht unsere Haltestelle? Nee, hier hält nur die 21. Wir halten um die Ecke. Okay. Pock. So, jetzt fahren wir ins neue Territorium. Wie gesagt, das war jetzt hier alles natürlich, das kannten wir schon, bloß dass hier viel Baustelle war und alles sowas. Ne? Wir fahren jetzt hier nämlich rechts rum und da geht es dann natürlich noch ein ganzes Stück weiter. Dann bis da hinten, sehen wir es, ja, hier hinten. Also das ist noch um bestimmt noch 2-3 Haltestellen. So. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind, aber so 3-4 Haltestellen würde ich sagen. Oh, die Ampelanforderung ist echt ein bisschen. Die ist genau für eine Bahn ausgelegt, ne? Ja. Aber das ist auch ganz gut, dann kann ich hier erstmal halten. Weil so wie es aussieht, ist die Haltestelle auch für eine Bahn ausgelegt. Ja. Solange ich hier nicht anfordern muss. Nee, anfordern müsstest du hier nichts. Auch noch komplett Oberleitung und alles was, ne? Sehe ich gerade. Das ist aber so eine schöne Aufgabe. Die dauert immer. Die zieht sich. Oberleitung. Oh, das geht. Ja, wenn du nur gerade Ausstrecken hast, okay, ja, da ja, aber so links, und rechts. In der Stadt. Ja, wenn du keine da. Oberleitungsmasten links und rechts. Weil hier kannst du keine Oberleitungsmasten setzen. Das, also die Kreuzung wird bestimmt witzig hier. Obwohl, ich könnte es, naja, keine Ahnung. Also. Ja, komm. Weißt du gar nicht, baut ihr nachher am Vollbold oder? Nee, also, ne? Ich kann bloß so viel sagen, also die einzelnen Ziele, zum Beispiel Schwabing, Nord und so, das gibt es halt in München auch, aber ich glaube, der Streckenverlauf ist relativ fiktiv. Vielleicht einzelne Stellen, aber ich glaube, ein Großteil ist fiktiv. Einzige hat die Haltestellennamen, die gibt es teilweise in München auch. Max-Weber-Platz zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich bin gespannt, wie das bei der KI funktioniert nachher. Wenn die Spur wechseln sollen und dann kommt eine Straßenbahn an. Interessant. Auch eine grüne Mauer wie bei Willy. Soll es auch nochmal abgehen irgendwann?
Ja, auf jeden Fall sehr viel vorgenommen. Das wollen wir mal lassen. Wäre aber schön, wenn es da mal eine richtig schöne große Multiplayer-Karte gibt, denn, ja, die du dann auch benutzen kannst. Wäre ich gar nicht traurig drüber. Ja, wäre das schon. Sofa. Ich meine, viele Multiplayer-Karten in der Größe gibt es jetzt nicht, ne? Nee, aktuell fällt mir jetzt keiner ein. Der Größe. Außer Willi. Ja, außer Willi, ja. Im 6 und 8, ja, stimmt, die hat auch vorne eine Fahrstrecke ja ähnlich. Auf Maß, beziehungsweise ist noch größer. Willi ist Big Baba. Da bin ich halt die größte Karte laufende Multiplayer. Hier auch einen schönen Fehler drin. Das sind die Botscher, die ich absolut nicht mag hier. Weil die halt immer irgendwie so eine Löcher reißen hier. 30 cm? Na, die, wo du gerade drüber fährst. Geht. Hier hängen auch die Gleise in der Luft. Weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Nö. Wenn du unter die Gleise gehst, doch, das sieht man. Also zumindest in dem Abschnitt, wo ich jetzt bin. Nein, haben wir noch. Was ich wirklich sehr, sehr schätze, ist, dass er die Ansagen selbst gesprochen hat. Kein Computer oder sonst irgendwas, sondern er hat sie wirklich selbst gesprochen. Das muss ich wirklich sagen, das ist cool. Ho, das war gut gebremst. Ja, das war auf jeden Fall schon mal dieses neue Stück von der 19. Wir können ja jetzt mal zurückfahren und dann uns mal das andere Stück angucken, was ja noch existiert. Mal gerne machen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, wie euch dieses neue Update jetzt gefällt. Wie gesagt, nutzt dazu die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein, lasst ein Like da und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Fick Daminga und dem großen Update hier auf ÖPNV-Simulation. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.